Hallo Leute, Blind Spectator vor euch am Mikrofon und willkommen zurück zu einem neuen React. Wir sind wieder auf dem Kanal vom guten dunklen Parabelritter und schauen uns weiterhin seine Eisberg-Serie an über Verschwörungstheorien. Dieses Mal scheinen Reptiloide, die flache Erde und die NWO dabei zu sein. Ich würde sagen, hauen wir rein. Oh, ihr seid wieder da? Das freut mich jetzt aber. Ich dachte nämlich schon, dass ich die Reise in die Abgründe der menschlichen Fantasie alleine fortsetzen muss, ganz ohne euch. Wenn ihr die ersten Dafür beiden ist es Folgen noch viel zu nicht gesehen gut. haben solltet, dann schaut da gerne nochmal vorbei, sonst wisst ihr vielleicht das ein oder andere nicht, worauf ich mich heute beziehen möchte. Und wenn ihr das Projekt hier unterstützen wollt, dann Riesen. lasst gerne euer Abo da und gebt dem Video ein Like und ein Kommi. Für den Algorithmus! Ja, wir sind ja alle Sklaven des Algorithmus. Aber wir sind vielleicht auch noch Sklaven von etwas ganz anderem. Und darauf möchte ich heute zu sprechen kommen. Wir wollen uns heute mit Jawohl. einem etwas ausführlicheren Mythos beschäftigen. Ein Mythos, der aus vielen kleinen Bausteinen besteht und in der Gegenwart, auch in Deutschland, großen Schaden anrichtet und das Potenzial hat, noch viel, viel größeren Schaden anzurichten. Wir wollen uns mit einem ganz besonderen Bund von göttlichen Kriegern auseinandersetzen. Und dazu habe ich tatsächlich heute sogar einen Spezialisten im Video zu Gast. Dazu aber später. Und wir Okay. werden einen Blick auf Karten werfen, die es so gar nicht geben dürfte. Und das finden nicht nur Geolehrer spannend. Die besonders, aber nicht nur. Also, Aluhüte auf, Schotten dicht. Wir gehen auf Tauchstation. Ich muss mir mal einen Aluhut basteln, habe ich gar nicht da. In der letzten Folge habe ich euch ja erzählt, dass Atlantis ein Mythos ist. Nun, so ganz stimmt das nicht. Wie, Alex? Ich dachte, hier geht es darum, Verschwörungsmythen zu enttarnen und nicht zu bestätigen. Naja, manchmal ist es mit der Wahrheit gar nicht so einfach. Denn vergesst nicht, irgendwas muss ja den Gläubigen vermittelt haben, dass es eine Wahrheit neben der allgemein akzeptierten Wahrheit gibt. Das ist übrigens auch der Punkt, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Man muss ja auch Dinge immer differenziert sehen. Atlantis ist in erster Linie ein Mythos und ausschließen, dass es existierte, kann man momentan nicht, weil es gibt ja, wie gesagt, gewisse Erwähnungen, dass das potenziell existiert haben könnte. Ob man das jetzt glaubt oder nicht, sei mal dahingestellt. Es ist nur so, dass wahrscheinlich viele der Theorien, die dazu ersonnen wurden, Bullshit sind, aber vielleicht liegt irgendwo am Meeresgrund tatsächlich eine vergessene Stadt bzw. eine untergegangene Insel, die dann wahrscheinlich auch relativ normal war, aber es hätte ja durchaus passieren können, ne? Aber da kamen zum Beispiel keine Echsenmenschen oder Riesen her, sehr wahrscheinlich zumindest, ne? Und das ist eben der Punkt, den so Verschwörungstheoretiker halt üblicherweise nicht haben, nämlich die Argumente auf sich wirken zu lassen und dann zu entscheiden, gibt es das oder gibt es das nicht. Solange Atlantis nicht entdeckt wurde oder auch hundertprozentig ausgeschlossen wurde, ob es existiert, können wir jetzt nicht sagen, es ist wahr, dass es existiert oder nicht. Während bei denen ist halt safe fest wahr zum Beispiel, ne? Und da gibt es nichts anderes, ein Argument, was man dagegen bringen könnte. Das ist dann ja alles erlogen. Ne? Und das ist halt differenziertes Auseinandersetzen mit den Thematiken, dass man sich alles anhört und auch offen dafür ist, dass vielleicht tatsächlich Atlantis existiert haben könnte als relativ normale Insel irgendwo. Und ja, man sich da nicht auf irgendwas festlegt und es dann einfach stringent durchzieht. Wissenschaft ist ja allgemein immer so ein Ding. Bei der Wissenschaft wird ja immer geguckt, sind die Dinge, an die wir momentan glauben, denn wahr? Gibt es Argumente, die dagegen sprechen könnten? Wenn es da was gibt, dann wird sich dann auch mal mit auseinandergesetzt. Und man dann sagt, okay, können wir das validieren oder entvalidieren? Es gibt wissenschaftliche Thesen, die waren mal fest, ne, und die wurden dann umgeworfen, weil es neue Erkenntnisse gab. Und so funktioniert halt tatsächliche Wissenschaft zum Beispiel, sich mit den Dingen halt auseinandersetzen und nie eine hundertprozentige Sicherheit haben, sondern die ist bei 99,9%, ne? Die meisten Theorien über alte, unbekannte Zivilisationen basieren auf absolut keinem physischen Beweis.
Normalerweise nur auf Hörensagen und auf Spekulationen. Was unsere Geschichtskenntnisse wirklich erschüttern würde, wäre dann aber ein tatsächliches Artefakt, das irgendjemand ausgräbt. Das wäre dann auch nichts krass Spektakuläres wie Atlantis als ganze Stadt. Ups, ich habe Atlantis gefunden. Wir müssen vielleicht mal über die Geschichte nachdenken. Oder eine panzerbrechende Kugel in einem Dinosaurier-Skelett. Nee, das wäre dann vermutlich etwas, das nur Spezialisten wirklich auffallen würde und die sich so denken, Moment, das kann es doch gar nicht geben. So ein Beispiel habe ich jetzt hier. Habt ihr schon mal von der Karte des Piri Reis gehört? Nein? Nun, deswegen möchte ich euch davon erzählen. Es handelt sich dabei um eine Karte auf Kamelhaut, die unter der Regierung Kemal Atatürks bei einer Inventur im Jahr 1929 in der osmanischen Palastbibliothek zufällig gefunden wurde. Okay. Das hier ist die Karte. Faszinierend, oder? Wenn man sich die Karte genauer anschaut, fällt auf, dass die dargestellten Landmassen erstaunlich bekannt aussehen. Was erkennt ihr? Jetzt hier mal kurz Topografiekontrolle. Ja, man scheint Südamerika und sogar die Antarktis zu erkennen. Man sieht viele Inseln und das Delta des Rio de la Plata. Es kommt einem jetzt nicht unbekannt vor. Das Problem ist jetzt allerdings, die Karte ist aus dem Jahr 1513. Die Antarktis jedoch, die wurde erst im 19. Jahrhundert entdeckt. Und laut Piri Reis wurde die Karte aus einem Satz von 20 alten Karten zusammengestellt, die zur Zeit Alexanders des Großen gezeichnet wurden. Der Historiker und Geograf okay. Charles H. Hapgood analysierte die Karte und kam zum Schluss, dass es wohl eine antike Zivilisation gegeben haben muss, die die ganze Welt besegelt und ausgemessen haben muss. Die Lücken der Karten seien nur entstanden, weil einige Fragmente der Ursprungskarten in den Jahrtausenden verloren gegangen sein. Ich meine, diese Erkenntnis allein ist mega krass. Eine super Zivilisation, die alles schon gewusst haben muss, zumindest geografisch. Junge, ne? Wäre doch diese verdammte Bibliothek von Alexandria nicht abgebrannt. Ich sag's euch, diese verdammten Römer. Okay. Nehmen wir mal wirklich kurz an, dass so etwas stimmt. Dann kommt aber eine noch viel krassere Erkenntnis dazu. Die Karte zeigt die Antarktis nämlich in einer speziellen Form, ohne Eis. Und das letzte Mal, dass diese Küstenlinie mal eisfrei war, war vor 6000 Jahren. Und gleichzeitig hat Hapgood behauptet, dass es vor 9500 Jahren zu einer Polverschiebung kam. Ja, Nord- und Südpolumkehr sozusagen, die innerhalb von Stunden das komplette Klima der Erde umgeworfen habe und die Antarktis sozusagen innerhalb von kürzester Zeit unbewohnbar gemacht hat. Und das sei wiederum der wirkliche Grund, warum Atlantis, das sich also scheinbar wirklich in der Antarktis befindet, untergegangen sei. Tja, Leute, da haben wir's. Atlantis hat doch existiert und die Antarktis war mal bevölkert. Wir werden sie also irgendwann entdecken. Wir müssen halt nur noch drauf warten, bis dieses mächtige Eisschild endlich weggetaut ist. Aber arbeiten die Welteliten arbeiten da ja dran. Sehr gut. Sag niemals nie, ja. Aber die Geschichte um die Karte ist nicht wahr. Warum? Aus verschiedenen Gründen. Es gibt Beweise, dass es keine Polverschiebung innerhalb von so kurzer Zeit gegeben haben kann, weil das hätte die Erde einfach zerrissen, ganz unwissenschaftlich gesagt. Außerdem gibt es physiologische Erkenntnisse, die dieser Theorie ganz klar widersprechen. Man kann die Polarität ausmessen, an Gestein beispielsweise. Auf der Karte ist vermerkt, dass man die Erkenntnisse der neuen Welt von Portugiesen übernommen hätte, die wiederum aber von Amerika zu dem Zeitpunkt schon und früher deutlich detailliertere Karten hatten, die darüber hinaus auch richtiger waren. Selbst Spanier hatten zu dem Zeitpunkt bessere Karten. Spanier! Ja, also man geht davon aus, dass es auch einfach falsch abgezeichnet wurde. Und es kann gar nicht von der Antarktis gesprochen worden sein, denn erwähnt werden in diesen Bereichen, die angeblich die Antarktis sein sollen, große Schlangen und heiße Länder. Naja, und dass angeblich in den Anden Leute leben sollen, die keinen Kopf dafür, aber ein Gesicht auf der Brust tragen, das macht die Infos jetzt nicht unbedingt glaubwürdiger. Ich finde, das klingt nach sehr wissenschaftlichen Auseinandersetzungen. Also, ich sehe das Problem nicht. Ada, schade, wäre cool gewesen. Es gibt echt so viele Theorien und Verschwörungsmythen, die sich echt cool anhören und von denen man auch gerne wollen würde, dass sie wahr sind. Ja, so ein bisschen antike Ruinen in der Antarktis, das wäre schon spannend. Und ich werfe euch jetzt mal einen Begriff hier in die Runde. Zum allerersten Mal, der wird auch noch öfter kommen. Präastronautik. Während Präastronautik ist so ungefähr das, was Erich von Däniken sagt. Glaubt? Der ist davon überzeugt, dass in der Zeit vor unseren technischen Möglichkeiten Besucher von den Sternen hierher kamen, um uns Wissen und Technologie zu bringen. Ja, oder um uns zu unterwerfen. Oder Gott weiß was noch. Oder vielleicht waren
das ja auch die Götter und die wussten sowieso alles. Ihr seht, also man kann es gar nicht so richtig einschätzen, welchen Einfluss überlegene außerirdische Spezies auf unsere Menschheitsgeschichte hätte haben können, wenn sie denn stattgefunden hätte, diese Invasion oder diese Kontrolle von außen. Und deswegen ist das ja eben so spannend, nach Hinweisen in der Geschichte zu suchen, um diese Theorie zu untermauern. Die hätten alles beeinflussen können. Ich meine, schaut euch mal den neuen... Genau deswegen finde ich das Thema halt auch sehr cool und deswegen verfolge ich Erich von Däniken ja auch, also seine Dokus und Bücher, ne? Das heißt nicht, dass ich glaube, dass es wahr ist, sondern es ist ein sehr spannender Gedanke. Und sich die Sachen anzugucken und zu denken, oh, das sieht tatsächlich aus wie ein Astronautenhelm, den er aufhat. Das ist halt cool, ne? Marvel-Film an Eternals. Das ist im Endeffekt auch Präastronautik. Später kommen immer mehr Details zu diesem Thema dazu. Im Hinblick auf die Karte sind Präastronautiker überzeugt, dass Piri Reis Zugang zu einem Wissen gehabt haben müsse, das aus einer Zeit stammt, als die Erde wesentlich wärmer war. Und das konnte einfach zwangsläufig nur über außerirdisches Wissen sein, da zu Menschenzeiten der Südpol nie völlig eisfrei war. Also Menschen könnten da gar nicht in Verbindung stehen damit. Außerdem hielt Erich von Däniken, das ist so ein Name, der wird noch öfter auftauchen hier, vielleicht kennt ihr ihn auch schon, der hielt fest, dass die Karte mit ihren Verzerrungen so aussähe, als sei sie aus einer sehr hohen Höhe über Kairo gezeichnet worden, ne? Ihr wisst, die Pyramiden, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und Piri Reis müsste also Material gehabt haben, das von einem Raumschiff oder einem Satelliten aus aufgenommen worden war. Was dann wiederum eben außerirdisches Leben erklären müsste. Naja, wenigstens kann man sagen, man hat ja ein Artefakt besessen, mit dem man zumindest behaupten konnte, dass der Mythos echt ist. Dass Atlantis existieren muss. Dass es eine Zivilisation vor den ersten großen Zivilisationen hat geben müssen. Also auf sowas fallen dann auch nur die simpleren Geister herein, die sich eben nicht weiter mit der Wissenschaft befassen wollen oder ja, für die wissenschaftliche Erkenntnisse keine Rolle spielen. Jemand wie Erdogan beispielsweise, der, das ist kein Witz, der erhebt tatsächlich Anspruch auf die Antarktis für die Türkei, weil man sie ja nachweislich als erster Staat entdeckt habe und will seinem Volk damit das Gefühl geben, die Türkei sei eigentlich das Osmanische Imperium. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Um Tagespolitik soll es hier ja gar nicht gehen. Gleich kommen wir aber tatsächlich zu Politikern im weitesten Sinne, nämlich zu den geheimen Herren dieser Erde. Aber wisst ihr, wenn man sich mit der Zeit immer weiter eingräbt in diese Themen, dann zieht man irgendwann Aufmerksamkeit auf sich, die man so vielleicht nicht haben möchte. Und dann wird man vielleicht schneller als einem lieb ist durch einen identischen Mechanoiden ersetzt oder zu einem gehörenden Glas umgearbeitet. Und nicht nur deswegen sollte man sich so etwas am besten nur mit einer VPN ansehen. Etwa mit CyberGhost VPN, dem Sponsor des heutigen Videos. Wie funktioniert das? CyberGhost okay. VPN verbirgt euch. Also ich muss sagen, Kudos daran, dass eine fucking Firma dieses Video sponsert. Ne? Wirklich niemand weiß, was ihr euch im Internet so anschaut, ihr kleinen Ferkel. Nicht einmal CyberGhost selbst kann euch... Nur um meine zu recherchieren, würde ich, also meine üblichen Recherchearbeiten im Internet, da würde ich nicht extra VPN benutzen. Euch dann judgen. Das ist jetzt natürlich nicht alles, denn mit einer VPN könnt ihr zum Beispiel auch auf Inhalte zugreifen, die sonst eigentlich gegeoblockt wären. Wenn ihr also zum Beispiel eine Serie schauen wollen würdet, die ihr in Deutschland nicht Tage Geld-Zurück-Garantie, schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr eine VPN nutzen wollt, dann könnt ihr euch ja für CyberGhost entscheiden. Kommen wir zurück zu Karten. Das ist nämlich ein ganz tolles Thema, oder? Also ich bin großer Fan von Karten. Das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. Deswegen zocke ich auch Spiele, wo man eigentlich nur Karten sieht, ja? Bunte Karten, auf denen man Dinge hin und her schiebt. Und sonst nichts. Ich weiß, ich bin auch was Gaming angeht, ein sehr langweiliger Typ. Aber weil ich meine Jugend damit zugebracht habe, die ganzen Karten von Europa Universalis, Victoria, Hearts of Iron und so weiter und so fort anzustarren, weiß... Das ist eine fucking komplexe Spielewahl, wenn man Bock drauf hat. Bei mir endet es eigentlich bei Crusader Kings. Weiß ich ungefähr, wie die Welt so aussieht. Die Erde ist eine Kartoffel. Das ist kein Verschwörungsmythos. Die Erde ist tatsächlich eine Kartoffel. Die sogenannte Potsdamer Kartoffel. Aber hey, Moment. Der Typ im verrückten Hemd erklärt euch das jetzt. Vielleicht sollten wir dazu mal so ein richtig gutes Buch lesen, ja?
die Quelle schlechthin, die Bibel. Denn im Alten Testament findet sich eine Stelle, die darauf hindeutet, dass die Erde flach sein könnte. Im Buch Jesaja heißt es, er ist es, der da thront über dem Kreise der Erde. Und die Übersetzung ist zugegebenermaßen recht problematisch. Das hebräische Wort Kreis kann auch mit Kugel übersetzt werden. Ja, und tatsächlich ist in modernen Fassungen der Bibel vom Erdenrund die Rede. Was zugegebenermaßen das Problem jetzt nicht ein für alle Mal aus der Welt räumt. Einige Flat Earther, ich nenne sie jetzt in Zukunft Flatties, berufen sich seit jeher auf diese Stelle. Am prominentesten wohl die sogenannte Flat Earth Society. Oh Gott, jetzt geht's richtig los. Jetzt kommen wir zu den Fischen der Menschen. Und das ist tatsächlich eine echte Gesellschaft. Die gibt's wirklich, und zwar schon seit 1956. Und tatsächlich übernahm die Ansicht dann auch noch ein Sektenguru, der in Illinois 1901 eine theokratische Stadt namens Zion errichtete. Seit dem 19. Jahrhundert vermehrten sich die Stimmen, die aus religiösen Gründen die Kugelgestalt der Erde ablehnten. Das hatte mehrere Gründe, aber vor allen Dingen wollten die Flatties nicht akzeptieren, dass die Erde als Kugel in unserem bekannten Universum nicht mehr im Mittelpunkt steht. Nee, wir stehen eben nicht im Mittelpunkt. Sie sahen darin eine Verletzung von Gottes Allmacht. Einer der Präsidenten der Flat Earth Society, Charles John... Alter, so muss man dann halt auch aussehen, ne? What the fuck, weil die Menschen mal nicht die krassesten Babos am Chabo sind, ne? Dann ist direkt der Bock fett. Geht gar nicht, klar, ne? Und dann wäre Gott ja auch nur, hätte sich darum gekümmert, dass der dritte Planet des Universums da cool wäre, ne? Warum nicht mit dem Zentralen und so? Das ist so, ach Gott, seid ihr alle lost, also wirklich. Weil man halt echt nicht die wichtigste Person im Raum ist, beziehungsweise der Mensch nicht das Wichtigste im Weltall, darum ist der Bock fett. Aber das trifft auch sehr gut auf die Menschheit allgemein zu, ne, diese Ansicht. Dafür muss man kein Flacherdler sein, damit viele Menschen trotzdem der Ansicht sind, über allen zu stehen, beziehungsweise dass der Mensch halt definitiv die Krone der Schöpfung wäre oder sonstigen Bullshit. Ja, es ist schon bitter. Johnson versuchte sich und seine Weltanschauung zum Beispiel mal in einem Artikel in der New York Times zu erklären. So eine flache Erde, die sei doch nur logisch. Immerhin gibt es auf der Welt ja kein Oben und Unten. Und was war seine Begründung? Pass auf, seine Frau kommt ja aus Australien und die hat nie kopfüber gelebt. Ja, an Gravitation muss man scheinbar auch erstmal glauben. Ich meine, Gravitation gibt es ja. Moment, oder gibt es Gravitation? Vielleicht haben uns ja auch alle jahrelang von der Regierung oder der NASA belogen. Ja, vielleicht haben wir uns ja auch alle jahrelang verarschen lassen und die Anhänger von diesem Verschwörungsmythos, die haben eigentlich den wahren Durchblick erlangt. Woran genau glauben die denn jetzt eigentlich? Das Krasse ist übrigens, selbst wenn man sagen würde, also... Selbst wenn du sagen würdest, die Erde ist flach, inwiefern stieß das eigentlich unbedingt Gravitation aus? An sich ja nicht zwingend. Die Gravitation würde gegebenenfalls ein bisschen anders funktionieren. Aber was würde dich denn allgemein am Boden halten, wenn du dann über die Kante des der Erde läufst? Was passiert dann? Fällst du dann ewig lang ins Nichts? Immer abwärts? Gibt es oben und unten quasi dahingehend? Oder wie funktioniert das dann? Müsste unter uns dann nicht eigentlich die Hölle sein? Und wie kommen wir dann nach oben in den Himmel? Es ist so... Es macht einfach vorne und hinten keinen Sinn. Also die Flatties glauben an eine flache Erde. So weit so obvious. Die exakte Form und das Aussehen der Weltscheibe variiert dann je nachdem, wen man fragt. Und in der nordischen Mythologie beispielsweise ist ja auch Midgard, also die Welt der Menschen, ebenfalls eine Scheibe, die von einem riesigen Meer umgeben ist, in dem eben die Midgard-Schlange haust, mit der sich Thor dann prügelt und die Thor, glaube ich, auch killt. Naja, nicht so eine schöne Geschichte. Daran glauben die Flatties jetzt nicht, bei denen ist dann die am meisten verbreitete Variante, dass eben in der Mitte der Nordpol liegt und der Rand durch hohe antarktische Eiswände begrenzt wird, die das Meerwasser am Auslaufen hindern sollen. Und deswegen kann man da auch nicht runterfallen, ihr Trottel.
Aber wie haben diese Eiswände sich ja in erster Linie dann gebildet, wenn das Wasser wäre ja immer ein fließender Prozess gewesen. Zu dem Zeitpunkt, es hätte ja gar nicht festfrieren können, weil das ja schon längst alles abgeflossen gewesen wäre. Wie hätte sich das Wasser in erster Linie auf der Erde gebildet? Ach so, ich habe vergessen. Gott. Und deswegen läuft da auch das Wasser nicht ab. Ich meine, es gibt auch Leute, die einfach glauben, dass da einfach Wasser drüber läuft, aber das mit den Eiswänden hat sich logischerweise durchgesetzt, weil anders kann man ja nie erklären, warum das Meer nicht irgendwann leer ist. Also die Erde steht sozusagen stationär im Mittelpunkt von was denn eigentlich? Naja, von allem irgendwie. Da gibt es ja auch wieder ganz unterschiedliche Theorien. Die Sonne sei weniger als 4000 Meilen von London entfernt. Das macht auch total Sinn, wenn man bedenkt, wie sonnig das permanent in London ist und warm. Sonne und Mond kreisen quasi als winzige Kugeln. Wieso sind die jetzt Kugeln? Egal, die kreisen über der Scheibe und verdunkeln bzw. beleuchten dann wie Scheinwerfer dann die bestimmten Teile der Erdscheibe. So, allerdings ist man sich dann natürlich auch wieder nicht einig in dieser Community, weil da leben ja auch ganz viele sehr kritische Menschen miteinander und die hinterfragen sowas natürlich, ne? Und da kann man davon ausgehen, dass da nicht jeder einfach irgendeine Theorie übernimmt. Da gibt es zum Beispiel Martin Kenny, der glaubt, die ganze Erde bestehe aus vier konzentrischen Landringen, wobei jeder Ring seine eigene Sonne und seinen eigenen Mond hat. Mark Sargent sprach von einer großen Kuppel, unter der wir gefangen sind, wie in der Truman Show beispielsweise. Das ist natürlich ein sehr interessantes Konzept, ist auch ein toller Film. Kann man sich gerne mal vorstellen. Bandes Fantasy-Konstrukt. Apropos Fantasy, Christen haben eine andere Theorie. Ja, schaut euch das mal an. Ihnen nach leben wir auf einem im Wasser treibenden Sockel. Und über der Kuppel ist auch wieder Wasser. Also wäre Aha. das hier eigentlich streng genommen keine Flat Earth, sondern die Tauchglockenerde oder die Wasserbläschenerde in Gott-Theorie, weil ja Gott quasi um uns herum ist. Also mal so als kleinen Ausblick darauf, wie krass das hier noch wird. So ein bisschen mal in eine tiefere Ebene reingelunzt. Wir werden uns dann natürlich noch viel, viel tiefer in Reingedeift. die flache Erde eingraben. Ein Paradoxon. Gern geschehen. Die Gründe, warum uns jemand die wahre Gestalt der Erde vorenthalten will, die sind auch vielseitig. Die Fla Das ist vor allem auch wieder so eins dieser Argumente, die man halt, also gut, er wird jetzt wohl Gründe nennen, die man dann als Begründung bekommt, aber keiner davon wird gut sein. Es ist so, okay, du machst diesen ganzen Aufwand und was ist der Gain? Was hat man davon? Da war auch bei dieser Sendung, die ich da mal gesehen habe, bei dieser, wo drei Wissenschaftler und drei Flacherdler in einem Raum waren und miteinander diskutiert haben, da hat nämlich ein Wissenschaftler auch genau diese Frage gestellt. Und die Begründung war, weil man damit 53 Billionen am Tag verdient. Würde man mit einer flachen Erde nicht. Das ist die Globusindustrie natürlich. Die verdient dann 53 Billionen am Tag, weil sie Globi verkauft. Und also quasi Globuli. Und das würde man mit einer flachen Erde halt nicht, ne? Da würde ja nur die Schneekugelindustrie verdienen. Und das wollen wir ja nicht. Und natürlich verdient die NASA ja auch Geld, weil die werden dann ja von der Globe-Industrie bezahlt. Also wer ich denn, weiß ich nicht, wer in ihrer persönlichen Begründung die 53 Billionen bekommen hätte, weil das hat sie nicht erklärt. Aber das ist so der einzige Rückschluss, den ich darauf ziehen könnte, was man davon haben könnte, ne? Flat Earth Society vertritt beispielsweise die Auffassung, die Regierung, ja, und die NASA, die wissen es einfach nicht besser. Ja, die Satellitenaufnahmen von der Erde sind ja fake, weil ja auch die komplette Raumfahrtmission fake ist. Das können die gar nicht, die tun nur so. Aber darüber haben wir ja schon in der ersten Folge gesprochen und das widerlegt mit dem Mondbesuch und so. Ja, und sie gehen davon aus, dass die Regierung und die NASA einfach genau derselben Meinung sind wie sie und von der Scheibe ausgehen, aber etwas anderes behaupten. Und man Macht quasi auch Sinn. alle Fotos von außerhalb rund dargestellt hat, ja, und das manipuliert hat. Und nur als kritischer und selbstständiger Denker schafft man es, sich dieser banalen Vorstellung zu entledigen und die wahre Form der Erde zu erkennen.
ja, und die Wahrheit zu finden. Andere Anhänger dieser Theorie vermuten jedoch tatsächlich, dass es böse Absichten sind, die eben diese Weltregierung, über die wir auch gleich sprechen werden, hegen. Ja, der runde Gardemythos wurde von denen erfunden, um uns davon abzuhalten, den Rand der Welt zu erkunden. Wer weiß, was wir da finden, ja? Manche berichten von bewaffneten Soldaten, die irgendwas richtig, richtig Geheimes da bewachen, oder uns beispielsweise von einer unendlich flachen Ebene abhalten wollen, ja, deren Unendlichkeit, wenn wir sie sehen, uns um den Verstand bringen würden. Dann tun sie also ja was Gutes. Wir liegen quasi in einer unendlich flachen Ebene und die Erdenscheibe ist das Einzige, was existiert und der Rest ist einfach nur noch Unendlichkeit in Ebene. Platzt euch schon ein bisschen der Kopf, würde euch auch passieren, wenn ihr die Ebene seht und deswegen dürft ihr den Rand der Erde nie finden. Ja, aber dann tut ihr ja tatsächlich was Gutes. Also gibt's doch nichts, was dagegen spricht, dass man da anbelogen wird, oder nicht? Weil die haben ja alle ihren Verstand geopfert, weil die wissen's ja. Und dementsprechend ist es ja gut, wenn es uns gut geht. Ja, physikalische Gesetzmäßigkeiten gelten natürlich auch. Ja, die sind ja nicht verrückt. Aber nur manche und auch nicht immer. Und manche werden auch einfach erfunden zusätzlich. Weil es sind ja auch sehr intelligente Menschen dabei, die dann einfach neue physikalische Gegebenheiten entdecken. Das Konzept der Gravitation würde jetzt die Scheibenform zwar ad absurdum führen, aber es wird halt von den Flaties einfach abgelehnt. Und die Erdanziehung, die ergibt sich daraus, dass wir uns eigentlich mit einer Beschleunigung von 9,81 Meter pro Sekunde von oben nach unten bewegen. Und der Grund dafür, warum wir deswegen noch nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen, ist dunkle Energie, was auch immer das sein soll. Ja, also wir fallen eigentlich die ganze Zeit runter, aber dunkle Energie verhindert, dass wir immer schneller werden. Ihr fragt euch jetzt bestimmt genauso wie ich, warum zur Hölle hat diese Bewegung in den letzten Jahren wieder so einen krassen Zuspruch bekommen? Forscher der Texas Tech University fanden heraus, dass 29 von 30 Flatties zufällig durch die Vorschläge des Algorithmus auf diese Theorie gestoßen sind. Warum hat YouTube ein Interesse daran, Flatties zu produzieren? Wir sollten mal diesem Verschwörungsmythos nachgehen. Kommen wir mal noch mit ein paar Zahlen und Fakten. Vermutlich hat YouTube dafür echt wenig Grund und schlicht und ergreifend, der Algorithmus ist ziemlich fucking kacke. Fakten um die Ecke. Laut einer YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2018 ist sich heute jeder sechste Amerikaner nicht sicher, ob die Erde eine Kugel ist. Bei den Millennials, also den 18 bis gerade 24-Jährigen, hat sogar jeder Dritte seine Zweifel. Ich sag doch, mit dieser Generation kann man nichts anfangen. Um Gottes Willen. Auffällig ist übrigens die Korrelation zwischen Flat-Earth-Glauben und starker Religiosität. Dass der Glaube an die flache Erde auch gefährlich sein kann, das hat Mad Mike 2020 bewiesen, einer der bekanntesten Flatties, als er beim Nachschauen tödlich verunglückte. Er hat sich seine eigene Rakete gebaut und wollte damit in den Orbit fliegen, um dann die Erdenscheibe von dort aus erblicken zu können. Und das hat nicht ganz geklappt, weil seine Rakete tatsächlich kurz nach dem Start schon zerbrach und er dann zu Boden stürzte. Wenn wir jetzt eine Epoche finden wollen, in der flache Erde-Glaube tatsächlich normal war, dann müssen wir sehr weit zurück, und zwar tausende Jahre. Ich meine, denn schon 600 vor Christus hat ja Pythagoras und Aristoteles, die haben ja die Erde als Kugel beschrieben. Und etwa 300 Jahre später hat dann Eratosthenes mit Hilfe von simpler Mathematik und dem Sonnenschatten den Erdumfang auf ca. 80 Kilometer exakt berechnet. Nicht mal die Kirche und der Vatikan zweifelten ernsthaft an der Kugelgestalt der Erde, und auch der Mythos im Mittelalter, hätte man an die flache Erde geglaubt, ist mehrfach widerlegt. War das gerade ein extra Mythos? Ja, mittelalterlicher Flat-Earther-Mythos debunked. Ist eine interessante Geschichte, okay, über einen Wissenschaftsirrtum. Beziehungsweise eben ein Geschichtswissenschaftsirrtum. Du glaubst trotzdem immer noch, dass die Erde flach ist. Hier, pass mal auf, ein kleiner Selbsttest. Such dir einen freien Blick auf den Horizont, leg dich kurz vor Sonnenuntergang hin und in dem Moment, wo die Sonne hinter dem Horizont verschwunden ist, stehst du einfach auf. Dann solltest du die Sonne wieder ein ganz kleines Stückchen sehen. Besser wäre jetzt natürlich, dass du ein hohes Gebäude hast, auf das du sehr schnell hochkommen kannst. Aber es müsste schon reichen, wenn du einfach nur aufstehst in dem Moment, wo die Sonne verschwunden ist. Ich meine, es wird sicherlich auf beiden Seiten Trolle geben, die diesen ganzen Widerstreit da irgendwie absurder gestalten und Leute, die wirklich dran glauben, verarschen. Aber das... Es gibt halt auch, ich erinnere mich noch, da habe ich auch so ein Video gesehen, wo halt einer, ich glaube, so ein Gyroskop sich hatte kaufen lassen von einem, der ziemlich reich ist und halt auch an die flache Erde glaubt und wollte, dass es bewiesen wird, dass die Erde flach ist, ne, und ein Gyroskop. Letzten Endes wollten die damit zeigen, dass die Erde sich ja nicht dreht, weil dann müsste das Gyroskop ja auch quasi die entsprechende
Rotation dann letzten Endes vorweisen. Und das hat es halt genau so gemacht. Und das war dann ziemlich ärgerlich. Oder auch die Leute, die dann, da gab es ja auch die, die so einen Zaun hatten und da dann ein Loch reingebohrt haben und dann viel weiter weg nochmal denselben Zaun und dann solltet ihr da ein Licht reinhalten und dieses Licht würde man bei einer flachen Erde dann gegebenenfalls nicht sehen. Und es ist auf jeden Fall halt crazy, ne? Und dann in die Kommentaren von sowas findest du dann halt auch die Flacherdler, die dann sagen, ja, die haben eigentlich nur bewiesen, dass es Hügel gibt, ne? Und das ist, Da täuscht er nicht darüber hinweg, dass es auch wirklich überzeugte Anhänger gibt. Der bekannteste Deutsche ist zum Beispiel Xavier Naidoo, aber ich meine, bekanntlich glaubt er einfach an alles, beispielsweise auch. ach, ich dachte, der bekannteste Deutsche, der an die flache Erde glaubt, wäre Astro Toni. Check den mal aus auf YouTube. Das ist amüsant. Auch dass er gute Musik macht. Und jetzt, meine lieben Freunde, endlich, ich begrüße euch zu einem der mittlerweile wichtigsten Verschwörungsmythen. Reptiloiden. Das kennen wir natürlich alle, deswegen möchte ich jetzt über die äußere Form von Reptiloiden gar nicht weiter sprechen. Ihr habt sicherlich sofort Bilder im Kopf. Und tatsächlich sind es ganze 4% aller US-Amerikaner, die glauben, dass Echsenwesen existieren und eine neue Weltordnung Existieren. eingeführt haben. Das hat eine Umfrage von Public Policy Polling ergeben. Und das sind in Zahlen 12 Millionen Menschen allein in den Staaten. Die Ursprünge des Reptiloiden-Glaubens liegen vermutlich in verschiedenen Fantasy- oder Science-Fiction-Geschichten. 1929 veröffentlichte beispielsweise Robert E. Howard, ja, der Autor von Conan, eine Erzählung namens The Das Shadow Scientology Kingdom, Dude. in der der Protagonist aus Atlantis gegen Schlangenmenschen kämpfen muss. Ihr seht, es kommt wieder alles zusammen. Diese Schlangenmenschen wollten die Weltherrschaft an sich reißen. Nebenbei erfand er mit dem Buch dann auch das Sword and Sorcery-Genre. Und ihr merkt, ne, langsam haben wir so ein paar wichtige Grundlagen schon aufgearbeitet, über die wir auch sprechen mussten, weil es jetzt immer mehr Verwebungen gibt. Lovecraft adaptierte diese Idee übrigens in seinem Cthulhu-Mythos, mit dem Howard nämlich einen Briefwechsel geführt hat, in dem sie auch zusammen geschrieben haben. Sehr spannend übrigens. Lovecraft war ja für den modernen Horror ein absoluter Quantensprung. Seit seinen Werken stellen echsenartige Also der kleinstmögliche Fortschritt. außerirdische Lebensformen häufig die bösartigen und intelligenten Bedrohungen für die Erdbevölkerung in der populären Literatur oder Film dar. Und das, obwohl es rein biologisch gar nicht möglich ist, Menschen mit Echsen zu kreuzen. Und man muss auch dazu sagen, Echsen, nicht allen, aber den meisten Menschen sind sie geistig unterlegen, die könnten uns gar nicht versklaven. Zur Verschwörungstheorie wurde das Ganze dann, als der ehemalige Fußballer und Rechtsesoteriker David Icke ein Buch veröffentlichte, in dem er die Existenz einer reptiloiden Alienrasse bestätigte. Ich muss ja sagen, wer dem wissenschaftlichen Werk ein. Der kennt die halt, da kann er doch nichts dafür. Irgendjemand muss es ja machen, ne? Und manchmal trifft es halt einen Fußballer. Aber wenn ich da jetzt den Alien Schorsch treffe, dann was soll ich denn sagen? Kann man ja mal revealen, ne? Des Ex-Fußballers so viel Glauben schenkt, der stellt sich selbst irgendwie intellektuell ins Abseits. Aber, jetzt nicht spotten, er hat eine Quelle. Die Quelle schlechthin. Das stand nämlich so an. Eine Quelle oder eine Qualle? Angeblich in der Bibel. Bitte. Also, Alex, sei doch nicht immer so arrogant. Der Mann hat seine Quellenrecherche betrieben. Göttersöhne und Menschentöchter. Knickknack, ne? Und vielleicht hatten die auch Schuppen, weil die Luft in Mesopotamien trocken war damals. War sie gar nicht. Das ist schon Fake News, aber ich muss ja irgendwie spekulieren, wie man auf so eine Idee kommen kann. Ihr müsst jetzt übrigens stark sein, weil ich mich selber gerade schon wieder widerlegen muss. Wir haben zwar gerade gelernt, dass die Erde flach ist, aber das ist ehrlicherweise totaler Käse. Das wussten wir alle vorher, oder? Völlig irre. An den Haaren herbeigezogen. Warum? Naja, die Reptiloiden, die müssen ja irgendwo leben. Und wenn die Erde flach ist, dann haben die ja gar keinen Platz. Ich meine, klar, viele leben direkt unter uns. Und vielleicht bin ich auch ein Reptiloid. Ich meine, dieses Hemd, das, also was ich anhabe, sieht schon so ein bisschen aus, als wäre ich ein Reptil. Aber es können ja nicht alle unter uns leben. Hast du auf jeden Fall den Modegeschmack von einem Diese Reptil. Reptiloide verstecken sich nämlich in der Hohlerde und kontrollieren von dort aus die Menschen, die sie als Sklaven halten und chippen. Chippen, weil wir haben ja gerade alle eine Impfung bekommen, und damit kontrollieren sie uns. Sie stellen die Weltelite, sie essen Menschenopfer, sie betreiben Inzest.
Also all die Dinge, die der Adel halt immer schon getan hat, liegt ja nahe, dass das halt einfach auch Echsen sind. Und zu diesen Echsen gehört eben der komplette Adel, einflussreiche Politiker, die Oberhäupter der Kirche. Dafür gibt es beispielsweise auch Bildbeweise. Und auch diese Theorie könnte wieder ganz lustig sein, gäbe es eben nicht mal wieder diesen antisemitischen Baustein. Ja. Wo immer nämlich von einer Weltverschwörung oder der Elite geschwurbelt wird, ist die Weltjudenverschwörung nicht weit oder initialer Grund für diese ganzen Gedanken. Und auch Ike ist beispielsweise für seine geschichtsrevisionistischen Aussagen bekannt. Und in seiner Welt, die er eben für richtig hält, haben die Reptiloiden, zu denen auch die Rothschilds gehören, beispielsweise Adolf Hitler zur Macht verholfen. Und zwar mit dem Ziel, den Holocaust zu verursachen. Was halt vom Klingt logisch. Die Juden sind Reptiloiden und kontrollieren die fucking Welt. Und die wollen selbst ausgelöscht werden. Macht Sinn. Macht Sinn. Ansatz so enorm absurd ist, weil das ja bedeutet, dass nicht die Nazis dran schuld waren, sondern die Juden selbst. Also es ist halt völlig krank. Nicht zu vergessen, verdammt gefährlich. Professor Dr. Michael Butter sagt, in Verschwörungstheorien passiert nichts durch Zufall. Alles ist geplant und alles ist miteinander verbunden. Und dies macht die Welt im wörtlichen Sinne des Wortes bedeutsam. Das ist aber auch so ein Punkt, den man auf jeden Fall ansprechen muss. Die Menschen, die an sowas glauben, die denken echt, dass da mehrere sind, die quasi die Fäden in der Hand haben und alles steuern und da gibt's wohl keine Zufälle, wie wir da gerade gelernt haben. Und das ist ja das Kontroverse, weil dann musst du ja vorstellen, die wollen das ja anhand von solchen Bildern wie die, die wir gerade gesehen haben, beweisen. Ne? Ich habe auch Videos gesehen, wo, ah, guck mal, hier sieht man die Augen nur ganz komisch und so. Anhand von sowas wollen die das beweisen. Aber wenn da ja keine Zufälle existieren und da die krasse Macht dahinter steht, warum zum Teufel würde dann solches Bildmaterial in erster Linie veröffentlicht werden, um die Leute vorzuführen, um ihnen zu sagen, guck mal, wir wissen, dass du weißt, was wir sind, aber niemand glaubt dir oder was ist der Grund dahinter? Es macht überhaupt keinen Sinn. Vor allem, wenn ihr tatsächlich irgendwas auf der Spur wärt, was von einer krassen Regierung kontrolliert wird, die die Macht über alles hat und sonstige Scheiße, dann wärt ihr schon längst weg. Es wäre nie irgendwas von dem, was ihr gesagt oder getan hättet, an die Öffentlichkeit geraten, wenn ihr tatsächlich glaubt, dass die so mächtig sind und dass die hinter allem stehen. Weil dann wüssten die das. Dann würden die dich wegmachen, bevor du irgendwas tun könntest. Die würden dich einfach schon prinzipiell wegmachen, weil du daran glaubst. Das ist, absolut kontrovers, dann zu glauben, dass die krass wären und alles in den Händen hätten. Die Existenz von solchen Flacherdlern und Leute, die an Echsenmenschen glauben und so, die Existenz solcher Menschen ist schon allein ein Widerleggrund für die Theorien, die sie haben. Es ist faszinierend. Jedes Detail ist signifikant und ganz offensichtlich muss man wirklich sagen, ist es für viele Menschen einfach leichter zu akzeptieren, das sage jetzt ich, das zitiere ich nicht, für viele Menschen leichter zu akzeptieren, dass es da eine Gruppe von Bösewichtern gibt, die im Hintergrund die Strippen ziehen. Einfacher als zu akzeptieren, dass gar niemand die Strippen zieht. Dass Dinge einfach passieren, auch wenn man sich nicht erklären kann, warum sie passieren. Gerade bei Schrecken, die man sich als Menschen einfach nicht mehr vorstellen kann, wo man sich nicht mehr vorstellen kann, dass es wirklich Menschen entschieden haben können, wie der Holocaust, da denkt man sich etwas aus, wo Unmenschen eine Rolle spielen. Ja, da haben wir jedenfalls wieder den Antisemitismus. Wir haben wieder die Schattenregierung, um die sich eine komplizierte Welt zumindest so ein bisschen erklären lässt. Und natürlich eben diese unmenschlichen Gegner, gegen die man als Mensch stehen kann und stehen muss. Und der Jude ist in dem Fall dann wieder dieser Unmensch. Besonders deutlich zeigt sich das jetzt wieder an Corona und den Lockdowns. Das müssen ja die gemacht haben. In Zeiten von Angst und Not, ja, das hatten wir im ersten Video, wendet man sich eben diesen Theorien zu. Und seit Ike ist dieses Reptiloiden-Konzept einfach komplett aus dem Ruder gelaufen. Für manche sind Reptiloide Außerirdische aus dem Sternbild des Drachen. Das Sternbild gibt es übrigens tatsächlich. Es befindet sich zwischen großen und kleinen Bären. Also wie gesagt, hier ist schon wieder so dieser
reale Kern. Und diese Aliens sind angeblich vor langer Zeit auf der Erde gelandet und haben sich unter die Bevölkerung gemischt und mit denen gepaart und verbunden. Und dann sind eben diese Mischwesen entstanden, die heute unsere Regierungen bilden. Eine weitere Legende geht davon aus, dass Echsenmenschen im Bund mit dem Teufel stehen, also von der Hölle auf die Erde gekommen sind. Oder sind es vielleicht doch die Illuminaten? Stopp. Ehe wir jetzt in einem Abwasch alle Geheimgesellschaften hier ergründen, machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Über die Illuminaten stolpern wir nämlich später noch. Da gibt es genug dazu zu erzählen. Und wenn wir jetzt in diesen Tunnel gehen, dann gehen wir ganz, ganz, ganz lang noch weiter. Und das ist für dieses Video für nebenbei einfach zu viel. Jedenfalls ist der Ursprung derselbe wie bei diesem Atlantis-Mythos. Literarische Motive sind oftmals nämlich Ventile für Betrachtungen über Gesellschaft. Und wenn man das dann liest und nicht in der Lage ist, zwischen den Zeilen zu lesen und das einfach alles für bare Münze nimmt, naja, dann kommt das da eben bei raus. Es ist aber wirklich extrem faszinierend, dass sowas passiert, oder? Da liest jemand eine offensichtlich erfundene Geschichte, ein Buch, und glaubt, dass das passiert ist. Das Ding ist, diese Bücher, an die die da glauben, sind ja auch oftmals als öffentliche Science-Fiction oder Fantasy geschrieben. Es ist ja nicht so wie bei damals in 80 Tagen um die Welt, Jules Verne. Da sagt man ja auch, dass viele Menschen daran glaubten, weil diese Artikel, also diese Kurzgeschichten, die das jeweils immer waren, in der Zeitung erschienen sind. Damals war es ja recht üblich, dass Kurzgeschichten da erscheinen. Auf denselben Mythos basierte auch, dass Sherlock Holmes quasi real war, weil auch das ist in Zeitungen erschienen. Und daher ist halt auch wichtig zu trennen zwischen Informationsgehalt von Zeitungen und Werbung oder in dem Fall von damals, was heutzutage ja eigentlich nicht mehr stattfindet, Kurzgeschichten. Da ist so eine Differenzierung natürlich durchaus wichtig und vielleicht wurde die damals in den Zeitungen auch nicht richtig klar gemacht. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich habe keine Zeitung von damals. Aber das Faszinierende ist ja, dass diese Zeitungsartikel, wenn du das in der Zeitung liest, und die waren dann ja auch so geschrieben, wie als wären das tatsächliche Dinge gewesen, dann könnte ich nachvollziehen, dass man sagen kann, okay, wenn du nicht weißt, dass das erfundene Kurzgeschichten sind, könntest du darauf reinfallen, wie damals, als ja auch diese, ich weiß nicht mehr, im Radio damals in Amerika diese Geschichte lief, dieses Hörspiel mit Aliens landen und so, haben dann ja auch viele geglaubt, weil ja auch während der Sendung mittendrin nicht klar gemacht wurde, dass es jetzt eine erfundene Geschichte ist, die da gerade erzählt wird. Und sowas ist dann natürlich durchaus schwierig. Aber wenn du schon von vornherein ein Buch hast, das halt offensichtlich Fiktion ist, das ja nicht mal versucht, sich selbst als Sachbuch auszugeben, dann nicht die Differenzierung treffen zu können, dass das eine erfundene Geschichte ist, ist halt schon sportlich, ne? Ich bin ja wirklich gespannt, wann sich die Ersten wirklich ernsthaft auf die Suche nach Cthulhu begeben. Ja, wobei, so einfach ist das dann auch wieder nicht. Es gibt ja auch genug Leute, die sich eben genau das auf die Fahne geschrieben haben. Also, dass sie besonders gut zwischen den Zeilen lesen können, dass sie Wahrheiten entdecken, die für andere viel zu kryptisch sind. So der Bibelcode oder was? Finden sie dann ihrer Meinung nach Beweise dafür, dass es eben diese neue Weltordnung tatsächlich gibt. Eine Schattenregierung. Die NWO, die New World Order. Und hör mir jetzt mit Illuminaten auf. Auf die kommen wir noch zu sprechen. Schließlich sind wir ja gerade eher noch bei der jüdischen Weltverschwörung. Auch hier, wie gesagt, wieder dieser Antisemitismus. Lasst uns mal noch kurz ein bisschen über die NWO sprechen. Bei der Karte von Piri Reis haben wir ja jetzt schon gesagt, es wäre ein bisschen gruselig, wenn man jetzt versteckte Hinweise fände, die diese allgemein bekannten Theorien beispielsweise auch über unsere Geschichte widerlegen würden. Beweise der Existenz einer NWO finden nur die Besten der Besten. Beispielsweise auf dem Siegel der USA, da steht nämlich Novus Ordo Seclorum. Das bedeutet so viel wie eine neue Ordnung der Zeitalter. Wie übrigens auch Annuit Coeptis, das heißt, er ist unseren Unternehmungen gewogen. Und dazwischen befindet sich das Auge der Vorsehung über einer unvollständig gemauerten Pyramide. Ja, Illuminatenauge und Freimaurerpyramide. Und ja, auch Freimaurer. Machen wir später. Wir sind hier erstmal noch bei was, noch nicht bei wer. Aber ganz ehrlich, ne, so ein bisschen suspicious ist das schon, diese ganze Symbolik. Und Menschen, die an die NWO glauben, die sehen darin eben Beweise. Francis Fukuyama stellte 1989 die These auf, dass das Ende der Geschichte mit dem Ende des Kalten Kriegs erreicht sei.
Ja? Mhm. Der demokratische, marktwirtschaftlich verfasste Liberalismus hat endgültig gesiegt. Es gibt keine globalen Gegensätze mehr, die eine Weiterentwicklung der Geschichte antreiben könnten. Ich könnte mir ja vorstellen, dass viele Historiker bei diesen Sätzen lachend vom Stuhl gefallen sind. Ich muss sagen, es ist jetzt kein Wunder, dass man dem Westen spätrömische Dekadenz unterstellt mittlerweile. Denn natürlich hört die Geschichte nicht auf. Und da gab es genug Beispiele in der Geschichte, wo man gemerkt hat, es geht ja doch weiter. So, die NWO ist jetzt der Oberbegriff aller Weltverschwörungsideologien. Wir werden einzelne dann noch finden später, wenn wir tiefer gehen. Und die ersten verschwörungsideologischen Beschreibungen der NWO bezogen sich explizit auf die fiktiven antisemitischen Protokolle der Weisen von Zion. Sie wollen natürlich eine Welttyrannei errichten und da kommen sie alle zusammen. Ne? Alles, was Rang und Namen hat, das Who is Who, der Echsenmenschen am Start sind. Bill Gates, natürlich. George Soros, die Rockefellers, die Rothschilds. Natürlich sind sie auch in verschiedenen Gruppierungen versammelt. Ja? Davon sind einige wahllos von den Verschwörungsmystikern definiert wie die Finanzoligarchie, das Hochfinanz, Finanzadel, raffendes Kapital, Wall Street, die 1%. Ja, da kommen sie alle zusammen und lassen sich in Gruppen einteilen, die eben nicht weiter definiert werden müssen, weil man es auch nicht kann. Keiner weiß, wen man da genau meint mit solchen Bezeichnungen, aber man kann es sehr schön dahin brabbeln. Manchmal treffen sie sich aber auch ganz offen. Ja, in Vereinen wie zum Beispiel der Atlantikbrücke, den Bilderbergern und dem Weltwirtschaftsforum. Wobei man sich halt fragen muss, warum sollten sie das tun, wenn sie sich doch auch konspirativ treffen könnten? Sorry. Man darf nicht hinterfragen, ja. Sonst geht so ein Mythos am Ende auch kaputt. Und Klaus Schwabs Buch The Great Reset, in dem es darum geht, wie man die Pandemie als Ausgangspunkt für eine nachhaltigere Wirtschaftsordnung nutzen könnte, hat nicht nur zur Bestärkung des Mythos geführt, sondern wieder zu einem ganz eigenen Verschwörungsmythos. Ja? Die Pandemie ist eben gelenkt, um die Welt zu verändern, von denen da. Lasst uns doch mal ihre Ziele genauer anschauen. Vielleicht stellen wir auch fest, dass wir da eigentlich doch Bock drauf haben, ja, und uns gerne freiwillig unterwerfen wollen. Habt ihr da schon mal dran gedacht, ja, dass ich beispielsweise so eine NWO eigentlich ziemlich knorke finden könnte? Nee? Klar, weil Verschwörungstheoretiker auch meistens jetzt nicht so richtig an Demokratie glauben, sondern sich eine widerspruchsfreie, antidemokratische Parallelwelt erschaffen. Was besonders erstaunlich ist, weil rechte Esoteriker haben Angst vor Faschismus? Es muss eben der richtige Faschismus sein. Meine Güte. Ziele dieser erfundenen Bestrebung sind die Bildung einer Weltregierung, was ich jetzt nicht konsequent finde, weil ich ja dachte, es gibt schon eine. Die zunehmende Entrechtung der Weltbevölkerung, wobei man halt die Frage stellen muss, wann die Weltbevölkerung in Gänze überhaupt Großrechte hatte. Zunehmende Verringerung privater Privacy-Rechte durch Bespitzelung, wobei ich mich halt immer so frage, wie kann man über Bespitzelung, Schreiben im Internet über sein Smartphone, zunehmende Verknappung von Geldmitteln, die sowieso nie der großen Masse der Menschen zur Verfügung standen, zentrale Steuerung von sogenannten Bevölkerungsreduktionsprogrammen, sprich eine koordinierte Tötung von Teilen der Bevölkerung durch Verbreitung von neuen Erkrankungen, was man halt schon alleine dadurch widerlegen kann, dass man auf die medizinische Entwicklung im Westen hinweist in den letzten Jahrzehnten, wie viel länger man jetzt mittlerweile leben kann. Förderung multinationaler Monopole und Konzerne. Gut, dagegen kann man jetzt schlecht was sagen. Einführung einheitlicher Währung, dem Euro beispielsweise. Ich habe absolut keine Ahnung, was sie immer mit dem Euro für ein Problem haben. Das wäre sowieso, ich meine, an sich ist das Konzept ist ja gar nicht so verkehrt. Stell dir vor, es gäbe eine Weltregierung, die koordiniert. Das würde ja zum Beispiel theoretisch Kriege eigentlich beenden, weil es ja dann nur noch ein Konglomerat wäre, so wie europäische Länder keinen Krieg gegeneinander führen oder in Amerika die Staaten gegeneinander Krieg führen, hättest du dann alle Länder da drin, die keinen Krieg miteinander führen. Die Tatsache, dass Kriege existieren, spricht an sich ja schon gegen eine Weltregierung. Aber das ist dann natürlich auch alles wiederum gesteuert, ne? Das ist die Begründung. Aber es ist, naja, macht sich die Welt da halt, wie sie einem gerade gefällt. Und vor allem ist auch die Sache, dass es dann, wenn es um solche Verschwörungen geht, dann schaffen es irgendwie angeblich wohl alle Länder an einen und denselben Strang zu ziehen und da zusammenzuarbeiten, um die Menschen klein zu halten, ne? Ansonsten gibt man sich die ganze Zeit auf Fresse und mag sich nicht, aber dann funktioniert es auf einmal. Und dann kommt einer wie Putin, ne? Und Putin ist dann ja in deren Geschichte der Gute, der sich dagegen wehrt.
aber der ja auch Teil von der Weltregierung letzten Endes ist. Ich meine, du musst mir überlegen, gäbe es eine Weltregierung und Putin hätte da keinen Bock drauf, dann wäre Putin in Russland auch nicht an der Macht. Ganz einfach. Kontrolle über Medien. Nur weil Medien kontrolliert sein könnten, heißt das nicht, dass man sie selber kontrollieren lassen muss durch die Medien. Just saying an dieser Stelle. Sogenannte Mind Control über Funkwellen, HARP beispielsweise. HARP ist ein tolles Thema, kommen wir nochmal drauf zurück. Da geht es auch um die Steuerung von Wetter. Implantierte RFID-Transponder durch Impfung, jetzt der neueste heiße Scheiß in dieser ganzen Bubble. Einflussnahme auf das globale Wetter, da sind wir dann nochmal. Ne? Wir sehen also, sobald sich ein Teil der Bevölkerung nicht mehr erklären kann, warum etwas passiert und wie manche Dinge vielleicht miteinander in Verbindung stehen könnten, muss es einfach ein Teil eines großen Plans sein. Es war bei Gott ja auch so. Frag nicht so viel, Gott hat da schon irgendwie einen Plan dafür. Die verschiedenen Pläne und Abenteuer der NWO werden wir auf jeden Fall in den nächsten 100 Videos hier ausführlich begleiten. So, kommen wir nun aber zu einer Gesellschaft, die wirkliche, reale Macht entwickelte, sowohl finanzielle, aber auch politische Macht. So viel Macht, dass einer der mächtigsten Herrscher Europas sie mit Hilfe von Verschwörungstheorien stürzen ließ. Der Aufstieg und Fall der Templer ist auch heute noch für viele ein Mysterium. Und auch heute ranken sich viele Legenden um diesen Orden von heiligen Kriegern, die die Pilger auf den Weg ins Heilige Land schützen wollten und währenddessen zu einer der mächtigsten Elitearmeen und einer der mächtigsten Banken wurden. Und glücklicherweise habe ich dafür heute einen richtigen Experten an Bord. Er hat zu den Templern promoviert. Einige von euch kennen ihn vielleicht sogar unter seinem Twitch-Namen Hamilcar Gaming. Tja, ja, Keine die Ahnung. Templer. Seit gut 10 Jahren beschäftige ich mich jetzt als Historiker mit der Geschichte dieses Ritterordens. Und was soll ich euch sagen? Mittlerweile kann mich fast nichts mehr schocken. Wie wenig andere historische Institutionen haben die Templer die Fantasien der Menschen bis ins nahezu Unermessliche geschürt. Paar Kostproben gefällig? Kurz zur Einordnung des nun Folgenden. Die Beispiele, die ich für euch gesucht habe, sind gestaffelt von einfach nur unrichtig, überabsurd bis hin zu komplett irre. Beispiel 1. Freitag der 13. als Unglückstag gehe angeblich auf die Templer zurück. Hört man heute häufig und hat angeblich mit der Festnahme der französischen Templer am 13. Oktober 1307 zu tun. Dieser Tag war tatsächlich auch ein Habe ich schon mal davon gehört. Und die Aktion wurde als großer Schock unter den französischen Zeitgenossen wahrgenommen. Ein kollektives Trauma bis hin zur Prägung des Tages als Unglückstag ist allerdings nicht nachweisbar. Franzosen und die Templer waren eben nun mal ein dominant französischer Orden, kennen Freitag den 13. als Unglückstag überhaupt gar nicht. Vielmehr geht der Aberglaube auf den Amerikaner Thomas Lawson und seinen Roman Friday the 13th aus dem Jahr 1906 zurück und wurde im Nachhinein auch auf andere Freitage des 13. übertragen. Beispiel 2. Das ist auch eine krasse Sache. Du musst dir ja vorstellen, du schreibst einen Roman, okay, im Jahre 1906 und erschaffst damit einen Mythos, der sich bis heute hält. Das ist auch eine krasse Leistung, muss man sagen. Shangri-La, habe ich erfahren, ist auch sowas, ne? Das ist auch nur erfunden in einem fucking Roman und ist eigentlich im Hinduismus oder so der Ort geistiger Befreiung mehr oder minder. Also kein physikalischer Ort, sondern wenn du dich von allem befreit hast, dann hast du Shangri-La erreicht. Und das wurde dann in einem Roman quasi als Stadt wiederum benutzt und darum glauben viele, dass Shangri-La eine fucking Stadt ist. Das ist faszinierend, wie sich solche Mythen tatsächlich dann halten können. Du musst dir mal vorstellen, du schreibst einen fucking Roman und keine Ahnung, 50 Jahre später, da lebst du dann vielleicht sogar noch, kriegst du mit, wie auf der Welt überall ein Ausschnitt dieses Romans auf die reale Welt geprägt wird. Das ist krass. Da wäre ich stolz drauf, ganz ehrlich. Die Templer haben geheime Dinge entdeckt, die der Kirche gefährlich werden konnten und wurden deshalb aufgelöst. Für diese These herangezogen werden häufig die ersten 10 Jahre der Ordensgründung zwischen 1119 und der Bestätigung des Ordens beim Konzil von Troyes im Jahr 1129. Was haben denn die ganzen 10 Jahre bitte gemacht? Haben die vielleicht unter dem Tempelberg was Geheimes gefunden und sagen es jetzt nicht? Nein, haben sie nicht. Sie waren in Frankreich und haben Werbung für ihren Orden gemacht und eine ganze Reihe an Urkunden zeigen das sogar. Beispiel 3. Die Templer bestehen heute in den Freimaurern fort. Auch immer wieder gerne gesehen. Umfassende Bücher wurden geschrieben, um zu zeigen, dass es eine wie auch immer geartete Kontinuität zwischen dem aufgelösten Orden und der Freimaurerei gebe.
Die Wahrheit ist, der Versuch, Templer und Freimaurer in Verbindung zu bringen, entspringt dem Romantizismus des 18. Jahrhunderts. Und die ersten Freimaurerlogen im Übrigen kannten diese Verbindung auch überhaupt gar nicht. Vielmehr waren es die deutschen Freimaurer in den 1760er Jahren, die diese Idee ins Spiel brachten, dass die Templer irgendeine Form von Geheimwissen gehabt haben müssen, dass sie im oder unter oder neben, was weiß ich, dem Tempel Salomos, der heutigen Al-Aqsa-Moschee, gefunden haben müssen. Dieses Wissen ist von ihnen dann bis heute an die Freimaurer weitergereicht worden. Ja, weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Was die Templer gefunden haben, weiß ja auch keiner so recht. Der Beweis steht ja noch aus. Aber ich meine, wir kennen das ja. Nicht vorhandene Beweise beweisen ja, dass da wir Geheimnisse vor uns hat. Whatever. Vorgeschlagen als Fund, was denn da unter dem Tempelberg gefunden worden sein könnte, wird dann häufig der Heilige Gral. Der kam ja jetzt auch schon in ein paar anderen Folgen, aber der muss jetzt hier natürlich auftauchen. Es geht ja um die Templer und ich will euch natürlich nicht enttäuschen. Nur kurz erwähnt, entscheidend in der Verbindung des Grals zu den Templern ist ein Typ namens Josef von Hammer-Purgstall. Egal wie viele Fehler er in seinen pseudohistorischen Werken gemacht hat, und er hat einige gemacht, also einige, seine Überlegungen aus dem Jahr 1818 legen die Grundlage für den kompletten Templer-Mystizismus bis heute. Dass Wolfram von Eschenbach in seiner Gralsgeschichte die Templer beispielsweise genannt hat, war ihm Beweis genug dafür, dass die Templer irgendwie mit dem Gral verbunden sein müssen. Ja, warum erwähne ich den Typen jetzt? Weil er die Grundlage für den vielleicht abgedrehtesten aller Mythen zum Templerorden ist. Haltet euch fest, die Templer haben Amerika entdeckt. Jo. In einer Ergänzung der Geschichte des guten Josef von Hammer, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, sind überlebende Templer mit einer riesigen Flotte losgesegelt, haben die neue Welt entdeckt, wahnsinnig viel Silber gefunden und damit die Kathedrale von Chartres erbaut. Ich meine, warum nochmal würde man eine Kathedrale bauen, anstatt einfach mit dem Geld eine fette Armee auszuheben, das heilige Land zurückzuerobern, wie es der eigentliche Auftrag des Ordens war? Keine Ahnung, finde ich cool. Wenn einer von euch dann einen Hinweis hat, wäre ich euch ziemlich dankbar für. Warum gibt es gerade zu den Templern so viel krude und teils irgendwie auch spannende Theorien? Vermutlich, weil es ihre Geschichte des rasanten Aufstiegs und noch tieferen Falls ist, das Menschen bis heute fasziniert. Wie so häufig werden Leerstellen in der Forschung genutzt, um der Fantasie freien Lauf zu lassen. Mal cleverer und manchmal weniger clever. Vielen Dank, dass du uns hier eine wirkliche Fachmeinung präsentieren konntest. Generell finde ich es ja gut, mehr Fantasie zuzulassen, aber oft sehen wir, was daraus wird, wenn die Gedanken sich dann doch ein bisschen zu sehr überschlagen. Nächstes Mal schauen wir uns dann eine andere Theorie zur Form der Erde an, finden heraus, warum Trump ein Held sein soll und warum er den Lockdown eingeführt hat und vertiefen uns weiter in die Welt der geheimen Eliten. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für euer Interesse heute. Wenn es euch gefallen haben sollte, gebt dem gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr euch selber noch ein bisschen informieren wollt, ja, und geschützt sein wollt, dann... Ist okay, CyberGhost VPN. Alles klar. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Natürlich ist der Kanal vom dunklen Parabelritter unten wie immer verlinkt. Und es lohnt sich, bei ihm reinzugucken, weil ihr seht ja, sind ziemlich coole Videos. Und ich werde natürlich auch weiterhin auf die Iceberg-Serie reacten, weil ich das selbst ziemlich geil finde. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann natürlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.